Methodik in der Lernsituation hat was mit Lehren und Lernen zu tun. Methodik ist immer das, wie mache ich etwas. Ich werde jetzt aus Zeitgründen diese Zweierkonferenz nicht euch geben, sondern ich mache an der Stelle einfach weiter. Aber vielleicht fällt jedem spontan kurz ein, wie bringe ich eigentlich einem Hund bei, durch den Reifen zu gehen, über den Steg zu gehen oder dass er die A-Wand, warum auch immer, nimmt. Vielleicht lernt der Hund das. Aber es geht um Methodik, um das Wie. Also der Raum, wo er hinspringen soll, ist blockiert. Mimik, ganz nebenbei, spielt hier eine ganz große Rolle. Ja? Er sitzt und er sitzt schräg. Es könnte ein Hinweis auf Hüftprobleme, könnte ein Hinweis auf Hüftprobleme sein. Oder es kann ein Rausnehmen aus der Situation sein, weil ich kann das Problem nicht lösen. Und er ist fixiert auf das Leckerli. Das heißt, das Gehirn ist mit anderen Dingen beschäftigt, als eigentlich das, was passieren soll. Also zumindest auf diesem Weg könnte man es nicht machen, also wird es so erstmal nicht klappen und hat auch nicht geklappt. Ich würde den Reifen runter machen, ich würde vielleicht einfach mal mit dem Hula-Hoop-Reifen anfangen, durchspringen lassen und und. Also es gibt ganz viele, viele Wege, sowas zu machen, aber der wird sicherlich nicht klappen. Filme, die ich zeige, auch wenn sie kritisch sind, gehen nicht darum zu sagen, was sind Leute doof. Sondern sie sollen ein Problem oder einen Hinweis geben auf was. Also bitte diese Dinge nicht bewerten, sondern einfach schauen, was sagt es mir für mich, wo bringt es mich selber jetzt als Zuschauer weiter. Und die Leute würden sagen, das hat ihm doch Spaß gemacht, der ist doch so freudig weggelaufen. Die wirkliche Belohnung war das Weglaufen. Das war Belohnung. Ja? Und die Leute, das ist ein Verein gewesen, wo die das ehrenamtlich machen. Also es ist nicht böser Wille. Es ist Unwissenheit, aber es tut weh. Ja, es tut mir zumindest weh. Und da habe ich von Temple Grandin eine Menge gelernt, als ich einige ihrer Bücher gelesen habe. Temple Grandin ist Autistin, ist die einzige Autistin, die auch Professorin ist. Es gibt einen sehr guten Spielfilm über sie, den ich vor einiger Zeit im Fernsehen gesehen habe, über ihr Leben. Aber es lohnt auch einfach, ihre Bücher zu lesen. Also ich habe wirklich, Oliver Sacks hatte ich vorhin schon mal genannt, der hat was über sie geschrieben, eine Anthropologin auf dem Mars, glaube ich. Und Oliver Sacks ist Neurologe, amerikanischer Neurologe. Und ohne dass ihr ihn kennt, kennt er ihn doch, ein Teil seines Lebens. Ihr kennt vielleicht den Film mit den Klinik-Clowns, mit Patch Adams. Wie heißt der Film? Aber ihr wisst, was ich meine. Also ein sehr wunderbarer Film, aber auch sehr tragisch gleichzeitig. Und das ist ein Stück Lebensgeschichte von Oliver Sacks. Das ist die Rolle dieses Klinik-Clowns, die der Oliver Sacks gespielt hat. Und in meinem Studium habe ich überlegt, Klinik-Clown zu werden. Ich habe also unter anderem auch Sport studiert, weil mich das, da gab es Artikel damals, war in Deutschland gar nicht so bekannt, weil mich das sehr beeindruckt hat. Das hat sich dann für mich nicht ergeben, weil ich wahrscheinlich noch nicht jonglieren konnte. Und durch Temple Grandin, also bei Oliver Sacks hatte ich was über Temple Grandin gelesen, da hat mich beeindruckt, dass sie die Welt, in dem Fall der Kühe, aber auch anderer Tiere, anders wahrnimmt. Zum einen über ihren Autismus, eine höhere Sensibilität, und ich merke, dass ich durch meine Collie-Hündin Rena, die höchst geräuschempfindlich bin, Sachen höre, die andere überhaupt nicht wahrnehmen, weil ich weiß, es können Auslöser für ein Einfrieren bei meiner Collie-Hündin und so sein. Aber ich habe bei ihr gelernt,
mal auf die Höhe des Hundes sich zu begeben, wirklich auf alle Viere. Ich habe ein sehr gutes, ich kann räumlich sehr gut denken und optisch sehr gut sehen. Also ich brauche heute nicht in jeder Situation mehr auf alle Viere zu gehen, um zu sehen, wie könnte es dort aussehen. Das ist eine Trainingssache. Ja? So sieht für uns ein Steg aus. Aber wisst ihr, wie der für einen Hund aussieht? Wo führt er hin? Da ist nichts. Kein Wunder, dass dieser Hund vorhin so im Stress war. Auch da führt er erstmal zu nichts hin. Und wenn wir über Methodik sprechen, heißt das, wenn ich im Verein Agility trainiere oder überhaupt Steg, ob ich jetzt Agility mache oder nicht, Steg trainiere, dass ich einfach einen nicht normgerechten Steg in dieser Höhe habe und das reicht aus und darf auch breiter sein, dass bereits der junge Hund, der Welpe vielleicht lernt, es geht rauf, dann wird es gerade, dann geht es wieder runter. Das heißt, das Prinzip Steg kann ich Tischhöhe oder diese Höhe dem Hund beibringen und das kostet nicht alle Welt. Und die Vereine, die sagen, naja, der Steg umbauen, das ist ja so kompliziert und den lassen wir lieber stehen oder so. Ja, das verstehe ich. Aber dann gib doch mal 30 Euro, 50 Euro aus für sowas. Und dann lernen die Hunde das Prinzip. Als Sportlehrer konnte ich mir nicht leisten, mir darüber keine Gedanken zu machen. Ich habe nie einen Unfall, wo ich jemanden zum Arzt schicke. Also, dass jemand sich mal geprellt hat, ja. Aber ich habe keinen Bruch oder sonst was gehabt und das kann ganz schnell passieren. Sagt man Schüler, spring mal ein Salto vorwärts vom Mini-Trampolin. Mach einmal vor, guck mal, so geht das. Und da früher konnte ich das noch. Mach mal. Das macht keiner. Das wäre leichtfertig. Ja? Aber bei solchen Dingen machen wir uns manchmal aus meiner Sicht zu wenig Gedanken. Habt ihr euch mal... Also sowas würde ich heute nicht mehr machen wegen dieser Lücken. Da können Zehen abreißen. Ja? Aber habt ihr euch mal Gedanken gemacht, wie so eine Treppe von unten aussieht? Das ist ja ein Blick von oben. Und dann auch aus Hundeperspektive. Das ist jetzt Kopfhöhe, die Kamera. Habe ich in der Hand. Das ist unangenehm. Das heißt, so einem Hund würde man natürlich erstmal beibringen, überhaupt Treppe zu erlaufen. Gehen wir mal an, das kann der. Und das sollte er als Welpe bereits gelernt haben, wenn die Züchter sagen, bitte nicht Treppe laufen mit dem Hund. Ja, wie soll er denn Konzepte lernen, wenn er nicht wenigstens mal 3 Stufen Treppe läuft, auch als Welpe. Und ich würde immer hoch anfangen, weil tief mehr staucht und ist ein paar Mal hochgelaufen, läuft auch tief. So sieht das ganz anders aus. Die Art des Trainings spielt eine Rolle. Führe ich meinen Hund mit der Leine hinterm Hals und rucke eventuell und diese Haltung ist die Haltung, die dann den kurzen, schmerzhaften Leinenruck nicht nur zulässt, sondern auch, es wird sicherlich so durchgeführt, verlange ich von meinem Hund, dass er mich ständig anschaut und wenn ich das zu oft mache, habe ich irgendwann mal einen Sehnenabriss, wenn ich Pech habe, im hinteren Bereich. Und das Foto, was wir gerade gesehen haben, die trainiert in dem gleichen Verein. Ich habe für diese Version des Vortrags, die im Internet steht, dieses Video herausgenommen. Ich habe überlegt, welchen Film baue ich jetzt ein, weil ich will diese negativen Dinge nicht immer stehen lassen. Das würde auch unsere Emotionen verändern. Und der Film ist mit Musik unterlegt, das ist von einem Servicehundeseminar, was ich gegeben habe, einfach wo die Inhalte von Servicehunden geübt wurde und einfach mal schauen, ich werde es auch gleich irgendwo abbrechen. Und da sind auch in den Räumen sind auch Hunde zusammen. Also es ist kein Einzeltraining, sondern das ist in durchaus in der Gruppe. Ja, mach mal. Super, gut.
So. Und jetzt mach sie ihn ein bisschen weiter auf. Du hast zu hoch gezogen, ja. Und natürlich könnte man sagen, die Leine hängt jetzt ein bisschen zu weit, lenkt vom Strumpf ab oder so. Aber es ist doch völlig unwichtig. Es macht Freude, man hat Erfolg. Und darum geht es. Also Situationen schaffen, in denen Lernen Spaß macht, in denen eine entspannte Übung ist, in der man lachen kann. Und einfach Hund und Mensch zueinander Vertrauen kriegen. Und dann kann ich auch schwierigere Situationen mal verwenden. Und dann habe ich auch, wenn ich unterwegs bin und mein Hund das Vertrauen zu mir haben soll, weil es halt schwierig ist, dann ist es leichter. Organisation von Lernsituationen. Auch vor Beginn einer Lernsituation, das ist eine Hundeschule, die Hunde gehen eigentlich sehr mit einer ungeschickten Motivation oder unangenehmen Motivation rein und dieser Hund möchte aus der Situation raus. Und ich muss mir überlegen, schafft die Lernsituation das, was ich wirklich will? Also hier geht es darum, dass die Hunde lernen, dass sie beim Besitzer sind, sitzen oder stehen, wahrscheinlich sitzen, und jemand sie begrüßen kann. Ich habe für diese Version des Vortrags, die im Internet steht, dieses Video herausgenommen. Natürlich gelingt mir auch nicht jede Lernsituation gut. Ich bin nicht perfekt, aber wenn sie nicht gelingt, lohnt es sich darüber nachzudenken, warum war sie nicht so, wie ich es vielleicht erwartet habe. Und dann die bisherigen Erfahrungen beim Lernen. Und es ist nicht nur der Superknochen, den man vielleicht am Schluss kriegt. Es kann auch die Belohnung sein, zum Beispiel mit der Treppe runterzugehen, Treppe wieder hochzugehen. Ich kann es, ich kann es, ich kann es. Auch das kann Belohnung sein. Also ganz viele Dinge können super Belohnung sein. Ich springe ein bisschen, ich habe dich gesehen, keine Sorge. Ich springe ein bisschen, weil ich zwei Dinge noch zeigen möchte. Ja, auch hier, Belohnung kann ganz, ganz viel sein. Und da gibt es auch sehr, sehr gute Bücher. Es gibt auch Webinare über Belohnung. Da kann es hoch runtergehen. Verstärker verstehen, ein wichtiges Buch, was ich auch gesehen habe. Und über solche Dinge gibt es bei docebox.com auch sehr gute Seminare und zum Teil auch kostenlos. Auch von der Claudia Fugazza, zu der ich heute leider nicht mehr komme. Do as I do. Ein Webinar, was kostenlos ist, weil die Tonqualität nicht ganz so gut ist. Eine Sache, bevor ich das mache, ganz wichtig. Ich habe, das schaffe ich jetzt nicht mehr, ich habe früher auch mehr mit Locken Dinge gemacht. Und es gibt auch, wer Emily Lahle mal erlebt hat oder aus dem Internet kennt, super Film und sie arbeitet mit Klicker und mit Locken. Und ich habe sie im letzten Sommer erlebt, habe mich auch lange mit ihr unterhalten und habe auch meine Meinung zu bestimmten Dingen nochmal überdacht. Locken hat da keine Rolle, wo es auch um Sicherheit geht. Also, für mich das schlimmste Erlebnis war mein Retriever Ben, den ihr verschiedentlich gesehen habt, auf einem Seminar, das ich über Apportieren gegeben habe. Und da war ein Steg und den habe ich einfach, Ben, komm mal hoch, und hatte ein Stück Käse in der Hand. Und dann sprach mich jemand an. Ja. Und er hatte Rückenprobleme. Es ist zum Glück nichts passiert oder nichts passiert, was wir dann festgestellt haben. Und er ist mir da abgeschmiert aus 2 Meter oder knapp 2 Meter, 1,80. Und das hat mir bewusst gemacht, dass man, wenn man mit Leckerli lockt, sehr genau aufpassen muss. Welpen, denen mit Leckerli beigebracht wird, über Hindernisse zu gehen, sind außer sich. Die gucken dem Leckerli nach, aber sind nicht in der Aufgabe. Ich kann mal ein Leckerli irgendwo hinwerfen. Also angenommen, der Hund soll lernen, über Metallgitter zu gehen.
so kleine gerasterte. Dann kann ich da ein Leckerli hinlegen. Dann kann er entscheiden, gehe ich da rein oder gehe ich nicht. Und ich habe eine Fremdmotivation, eine extrinsische Motivation, aber ich ziehe ihn da nicht rein. Und Hunde, die zum Beispiel Aggression haben, gib dem mal ein Leckerli, dann kommt er schon. Und er ist in der Angst und kommt in eine Situation, die fremdgesteuert ist durch das Leckerli, findet sich dort wieder. Da ist die Chance, dass der beißt, unheimlich hoch. Also da lohnt es sich, darüber nachzudenken, wo setzt man Leckerli zum Locken ein, zur Belohnung. Die Frau Hoffmann war so freundlich zu sagen, ja, Sie dürfen diesen Netz, den Film verwenden und auch ins Internet stellen. Mama sitzt. Feiner. Nochmal. Mama sitzt. Feiner. Das war vorhin der Kommentar, der Hund hat das zu ertragen, weil ich Chef bin. Ne? Darauf bezog sich das auf den Film. Wie viele Calming Signals oder Meidesignale, wie immer man es nennen mag, waren da drin? Ganz schön viel. Da ist an einer Stelle ein Schlucken, hat jemand im Internet gesagt, ich interpretiere da zu viel hinein. Ich habe es gesehen, das Originalmaterial ist natürlich noch etwas schärfer. Wir gucken einfach mal. Mama sitzt. Feiner. Blinzeln, irgendwas schlucken, Kopf wegdrehen, Pfote heben, wieder Kopf wegdrehen, lecken, blinzeln, Kopf wegdrehen, lecken, schlucken nochmal dahinterher, blinzeln, lecken, nochmal ein Schlucken und dann nochmal ein deutliches Lecken, Nase lecken. Und dann kommt die Belohnung aus der Tasche. Es ist für den Hund nicht Belohnung. Aber es war ihr nicht bewusst. Ich habe das mit einer kleinen Kamera gefilmt und es gibt so Leute, die haben jetzt so kleine iPads, kleine, die sie mit rumschleppen oder größere, die ja in der Qualität, Filmqualität schon sehr toll sind und wo man auch Kunden einfach mal sagen kann, schau mal, guck mal eben selber zu. Es ist uns ja nicht bewusst, unsere eigene Körpersprache ist uns ja häufig nicht bewusst. Und das fand ich gut, wenn man das Geld hat, auch mal in sowas zu investieren. Und bitte nicht, ey, bist du doof, sondern lass uns mal gemeinsam schauen. Und dann gibt es einfach, jetzt beim iPad weiß ich nicht, beim Computer kostenlose Sachen, wo man sich Filme mit angucken kann, wo man auch auf Zeitlupe stellen kann. Also das lohnt sich einfach, sich auch da ein bisschen mit zu beschäftigen. Also ich sage euch nicht, was ich jetzt alles nicht erzählt habe. Doch, ich sage ein paar Dinge. Ich habe nichts über Locken gesagt. Ich habe nichts über die aktuelle Untersuchung über DuSI, Du von der Claudia Fugazza. Das lohnt sich, da im Internet nachzugucken und sie war unheimlich freundlich, hat mir erlaubt, ihr Filmmaterial zu verwenden. Das fand ich super. Ich habe nichts über das Belohnungstiming gesagt, dass es gar nicht darauf ankommt, in 2 Sekunden das Leckerli im Maul zu haben, sondern die Rückmeldung innerhalb dieser Zeitspanne zu geben und dann in Ruhe das Leckerli zu geben. Das könnt ihr bei YouTube, wenn ihr nach Gerd Köhler sucht, könnt ihr bei YouTube diesen Film zum Beispiel finden und noch so ein paar andere, auch über das Bellverhalten. Die Inge hat gestern über das Bellen gesagt, es gibt noch mal ein paar mehr Bellarten und das, was die Turret genannt hat, Frustrationsbellen, ist für mich der Stereotypbellen und Frustrationsbellen ist das kleine Kind, was auf dem Fuß aufstampft. Ich will da aber hin und das habe ich auch da. Also da haben wir Benennungen unterschiedlich, aber das ist völlig in Ordnung. Und auch den Film mit dem Service-Hundeseminar, das ist da drin. Wir haben noch genau 2 Minuten, ich stelle meine Uhr mal eben zurück. Für Fragen, wenn sie ganz für denjenigen ganz wichtig sind. Okay, 1,5 Stunden Pause und jetzt noch eben eine Frage. Mir persönlich wäre nur wichtig, diese Zeitfrage nochmal vielleicht kurz anzusprechen. Wie du gesagt hast, von wegen Belohnungstiming, genau. Ach so.
großen Applaus, glaube ich, an Gerd Köhler. Super Vortrag. Da sieht man, glaube ich, auch immer ganz gut, wie viel Vorbereitung das auch bedarf, weil gerade der Gerd ist jemand, der 1000 Zitate bringt und Milliarden Buchtipps und 40 Milliarden Videos und ganz viel Arbeit und Leistung. Danke dafür. Ich wünsche euch jetzt eine gute Mittagspause.